Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück in Russland bei Semjon dem Zweiten, so wird unser guter Zar ausgesprochen, wie mir zu Recht mitgeteilt wurde in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Semjon der Zweite im Chatschitze. Er ist 36 und ist gerade dabei, seinen großen Plan umzusetzen, nämlich die Macht des Osmanischen Reiches zu brechen. Das bedarf einiger Vorbereitung, die ist abgeschlossen, der Krieg ist erklärt. Bisher haben wir noch keine großen osmanischen Armeen gesehen. Einige sind hier auf dem Marsch hier, allerdings in Richtung Polen, so wie es aussieht, wenn ich das richtig interpretiere. Die große polnische Armee steht hier in Semplin. Belagert hier oder hat es auch fast geschafft, eine osmanische Festung. Und dann sind tatsächlich die Osmanen, wer hätte das gedacht, die stehen vor Wien. Hier sind sie, denn Wien ist polnisch. Und dort haben die Osmanen offenbar ein besonderes Auge drauf geworfen. Ansonsten gibt es hier noch eine kleinere osmanische Armee, die hier eine Festung unseres Verbündeten in Trapezunt angreift. Darum kümmern wir uns gleich. Ansonsten habt ihr mir mitgeteilt, dass ich irgendwie aus Versehen eine 65% Fortschrittsbelagerung abgebrochen habe. Das ist natürlich wirklich schrecklich und ich leide, ich fühle mit euch. Ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Naja, hoffen wir, das ist nicht ganz so kriegsentscheidend. Bevor wir weitermachen, ich will noch ein paar Kleinigkeiten machen, die ich gesehen habe. Und zwar will ich hier schon seit längerem mal ein paar Kulturen fördern. Das Kasachische und das Nogaische werden wir hier fördern. Das reicht dann aber auch. Dann gab es noch ein paar ausführlichere Diskussionen zu den Händlern und ich denke, ich werde mal eine Sache tatsächlich auch ändern und umsetzen. Ne, hier wollte ich drauf gucken, auf die Handelskarte. Wir haben hier im Moment, weil ich nicht doppelt, weil ich nicht zweimal abschöpfen wollte, so heißt das Wort, habe ich hier umgeleitet, was in diesem Fall aber vermutlich doof ist. Das gebe ich zu. Insofern werden wir hier hinten in Kirin doch lieber umleiten in unsere Richtung. Das ist dann besser. Der vom, dem vom Weißen Meer, den nehmen wir da weg. So, dauert allerdings 73 Tage, ehe der diese weite Reise angetreten hat. Ansonsten, wir haben noch ein bisschen Geld oder wir haben richtig gut Geld. Wir, also trotz des Krieges verdienen wir richtig viel Geld. Das will ich mal nutzen, um noch ein paar Gebäude zu bauen, die uns hier Rekruten bringen, Übungsplätze. Wer weiß, wie lange der Krieg geht. Ich denke, das ist das am besten investierte Geld jetzt. Ja, wollen wir es nicht mehr übertreiben? So, okay, ein bisschen haben wir da noch auf der hohen Kante. Alles klar. Soweit erstmal. Jetzt kommen wir zu den einzelnen taktischen Bewegungen. Ich würde mal sagen, diese Armee, die bleibt doch nochmal hier, denn wir kümmern uns jetzt mal doch noch um diese Festung. Ist das möglicherweise die, die ich abgebrochen habe? Ich weiß es nicht mehr, aber es ist gut möglich. Wir schicken da mal alle Kanonen rein und ein bisschen Infanterie und dann versuchen wir den Spaß nochmal. Ihr bleibt hier stehen. Hier sind jetzt drei Armeen unterwegs, um ja, um hier gegen Konstantinopel vielleicht vorzugehen. Mal gucken, die ist noch zu schwach, um hier was zu tun. Aber die gehen da weiter. Allerdings vielleicht erstmal bis hierhin, da müssen wir neu entscheiden. Und dann habe ich mir überlegt, wir haben ja hier eine Armee stehen, die diesen Zugang hier blockieren soll, Abchasien. Und hier ist diese kleinere osmanische Armee, die diese Burg belagert. Und hier sind wir ja dann Verteidiger und das ist ein günstiges Gelände. Ich würde mal sagen, wir werden jetzt tatsächlich unsere Taktik ein bisschen abwandeln. Wir werden nicht mit der ganzen Kraft hier aufmarschieren, sondern wir werden eine kleine Teilarmee hier auch im Osten marschieren lassen und dementsprechend werden wir hier auch einen der Generäle hinbeordern. Welchen denn eigentlich? Einen von den beiden hier. Arseni Dezhnev oder Artemi Godunov? 2312. Nehmen wir Dezhnev. So. Kann ich ihn um... Nee. Verdammt. Das kommt, weil die gerade in Bewegung sind? Oder warum kann ich ihn nicht... Oder ich muss ihn hier absetzen? Dezhnev. Ach, er ist in Feindesland. Alles klar, dann warte ich einfach noch mal ein bisschen. So, bis dahin können wir ihn schon mal zumindest hier hin beordern, bis der General kommt. Und ich werde diese Armee gewissermaßen hier noch hinterher schicken. Als kleine Unterstützung. Hier, das haben wir schon besetzt. Dann ist es kein Feindesland mehr. Dann müsste der General... abkömmlich sein. So, hier haben wir besetzt. Hier machen wir munter weiter. Ja, das ist jetzt so ein bisschen kleinteilige Arbeit. So ist das der Dezhnev. Ja, jetzt ist es soweit.
Gut, dann bitte zuteilen. Hervorragend. Und dann können wir, glaube ich, auch gleich in diesen Angriff hier gehen. Und auch an der Stelle lässt sich eigentlich der Zugang fast noch besser verteidigen. Gefällt mir ganz gut eigentlich der Weg jetzt. So, jetzt aber hier die Frage: Mit der Gruppe will ich hier nicht noch nicht unbedingt angreifen. Wir müssen noch ein bisschen stärker werden. Da hat Polen was besetzt. Wir müssen jetzt immer leider gucken, diesen Kleinkram erledigen. Ziehen wir hier weiter. Okay. Theodoro ist von uns besetzt. Dann ziehen wir nochmal hier hin. Ach, die gehen jetzt über die Krim. Das scheint der schnellste Weg zu sein. So, seid ihr da? Ihr seid noch nicht da. Okay, die ziehen tatsächlich komplett vorbei. Ich hoffe, die Polen kommen klar. Sehr schön, dass sie Zemplin besetzt haben. Jetzt kümmern sie sich um diese Armee. Das gefällt mir. Also, wie die Polen hier agieren, ist sehr positiv. Kann man nur loben. Okay. Gut, jetzt haben wir hier zwei Armeen. Jetzt müssen wir ein bisschen was tun. Dann würde ich mal sagen, die eine geht hierhin, die andere tatsächlich hierhin. Bleiben wir erstmal so ein bisschen zusammen. Gucken wir mal. Also wenn jetzt ein Teil der Osmanen hier durchzieht und wir das dann blockieren, ist das eigentlich eine sehr schöne Konstellation. So, hier kommt es jetzt erstmal zur Schlacht. Jetzt ist die Frage, gibt es hier noch osmanische Verstärkung im Hinterland oder kommen wir genau rechtzeitig? Wir haben erstmal Azov besetzt, ziehen hier weiter durch. Okay, jetzt werden wir hier blockiert. Die Flotte lässt uns hier nicht durch. Ja, Leute, warum geht ihr nicht dann gleich diesen Landweg? Ich hab es euch doch gesagt, ihr sollt hier lang gehen. Weitaus besser ist das. So. Okay. Jetzt haben wir hier einzelne osmanische Truppen, die dort verstärken wollen. Das passt mir sehr gut. Dann würde ich sagen, beginnen wir die Belagerung von Konstantinopel. Hier kommt es zur Schlacht zwischen Polen und Osmanen. Ja, das ist gut. Das läuft alles im Moment ganz gut, würde ich sagen. Hier beginnt unsere Schlacht, die wir jetzt mal ein bisschen verfolgen. Aber das sollte solide laufen, weil der Gegner eben, boah, minus 3 Geländemalus und wir haben noch den mit Abstand besseren General. Super, großartig. Die gesamte osmanische Armee vernichtet. Also ein Auftakt nach Maß, würde ich sagen. Der Kirchenstaat möchte einen Militärzugang. Warum? Was haben die für Probleme? Die sind im Krieg gegen die Malediven. Nee, auf keinen Fall. Das sind ja fast Ungläubige für uns. Heretiker in gewisser Weise. So, da sind wir bei 0%. Okay. Das sind ja alles nur hier vereinzelte osmanische Truppen, die uns überhaupt nicht nervös machen. Und wir haben in diesem ganzen Bereich hier unten haben wir noch eine. Hier unten haben wir noch eine Festung. So, was haben wir jetzt schon wieder besetzt? Hier. Okay, das heißt, hier ist jetzt im Moment nichts weiter zu besetzen, außer diese Provinz noch. Doch, da können wir auch hinziehen. Sehr gut. Die Schlacht ist gewonnen. Die Frage ist, kann man hier möglicherweise schon vorgehen? Wir warten vielleicht nochmal auf unsere Verstärkungsarmee. Die braucht leider ein bisschen. Die kann bitte hier dann mal hinziehen. Und wenn die da ist, dann rücken wir mit der Armee hier auch von der anderen Seite vor. So, hier kommt es jetzt zur Schlacht gegen 5000 Osmanen. Das ist mir sehr recht, oder? Ja. Okay, auch die werden wir vernichten. So kann es weitergehen, Leute. Damit blockieren wir jetzt erstmal die Versorgung. Die Frage ist, sind wir stark genug, die Armeen abzuhalten, die hier möglicherweise rüberkommen? Ich meine, wir kriegen dann einen mächtigen Bonus. Na, wir werden es sehen. Wir werden es erleben. Okay. Alles Weitere ist, glaube ich, hier soweit richtig. Gut. So, wir haben wieder diverse Besetzungen. Hier oben ziehen wir weiter. Okay. Und Kefe wird besetzt. Hier, da können wir jetzt nichts weitermachen. Dann werden wir mit denen hier rüberziehen schon mal. Gut. Ich will jetzt noch mal kurz diese Provinzbesetzung dort abwarten, ehe wir mit den Truppen weiterziehen. Hier gibt es einen Frieden mit Kastilien. Cajamarca. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo das liegt. Wie auch immer, Kastilien gewinnt.
Hier wurden die Osmanen geschlagen, hervorragend. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir dann hier mal den Sack zumachen. Da kommen die eigentlich nicht mehr raus, die 3000 Mann. Was mir jetzt eigentlich ganz gut passt. So. Okay. Da stehen wir gut. Ja. So kann es weitergehen. Okay, wir haben wieder zwei Provinzen besetzt. Hier die. Ja, jetzt ist die Frage, wo ziehen die eigentlich hin? Das würde ich mich jetzt mal interessieren. Die können ja nirgendwo mehr hinziehen, großartig. Ich würde mal sagen, wir positionieren uns hier mit der Armee. Okay, das Gebiet ist auch besetzt. Dann rücken wir einfach mal nach, vereinigen wir uns mit der anderen Armee, die dort kommt. Beziehungsweise nutzen das, um dort weitere Besetzungen zu machen, falls wir dort vorrücken. So, Konstantinopel ist schon bei minus 14%. Sehr erfreulich. Oh, wartet mal. Jetzt haben wir aber eine größere Armee der... Oha, eine größere Armee hier der Tunesier ist ins Blickfeld gekommen. Und die müssen wir uns natürlich jetzt kümmern. So, die marschieren... Wohin? Nach... Hier. Okay. Das heißt, sie haben jetzt die Chance, entweder von denen oder von den anderen angegriffen zu werden. Die Truppe hat keinen General. Der ist, ein Zwei-Sterne-General. Müssen wir mal gucken, ob die abbrechen oder ob die da reinziehen. Nein. So. Beziehungsweise doch. Das ist doof. Dann müssen wir lieber hier vielleicht nochmal helfen. Könnte sein, dass das nicht genügt. Ach so, hier ist auch ein Übergang. Auf den müssen wir genauso achten. Sehr schön. Auf jeden Fall blockieren wir das jetzt. Und ich glaube, das bringt die gesamten Nachschubpläne dort total durcheinander. So, ihr geht auch mal in die Richtung. 14% dort oben. Alles klar. Wobei hier natürlich die Moral erbärmlich ist beim Gegner. Auch wenn er den General dabei hat. Aber wir kommen jetzt noch mit... Große Macht hoffentlich rein rechtzeitig. Ohne Befehlshaber, jetzt mit Befehlshaber. Goldunov. Ja, ist nicht optimal. So, unser Nachfolger Fjodor ist fanatisch, ganz interessant. Und das ist besetzt. Und wir bringen dann die Kavallerie. Wobei, die können wir eigentlich auch hier positionieren. Dann haben wir die als gesonderte Einheit so ein bisschen kenntlich gemacht. So, naja, ich würde mal sagen, hier hätte es besser laufen können. Und die dürfen einfach hier durch uns durchlaufen und bei der Flucht, das finde ich unschön. Aber es ist, wie es ist. Ja, wir haben auch einige Truppen verloren. Aber der Gegner etwas mehr. Wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Halten wir das mal fest. Gut, zwei Armeen stehen hier. Eine ist mehr angeschlagen als die andere. Die kann sich dann erstmal hier im Hinterland erholen, würde ich sagen. Beziehungsweise nein. Was sage ich, erholen? Hier kommt schon eine weitere gegnerische Armee. Wir müssen hier stehen bleiben und hoffen, dass die Moral genügt. Ja, im Zweifel, wir haben hier allerdings ja auch viel zu viel Belagerer. Wobei natürlich, man muss sich jederzeit hier auch einen Angriff von der anderen Seite hier bewusst machen. Ne, ich würde sagen, das schaffen wir hier mit 68.000 Mann. Ist doch kein Problem. So, dann schauen wir uns die Schlacht an. Der Gegner beginnt leider hervorragend. Aber jetzt kommen auch noch wieder die Tunesier dazu. Das ist doch knapper, als ich mir das gewünscht habe. Oh Leute, das verlieren wir. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Die Polen kommen, aber sie kommen zu spät. Das habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt, diese Gesamtsituation. Ärgerlich. Sehr ärgerlich sogar. Jetzt ist die Frage, fliehen wir? Warten wir noch ein bisschen? Ein Sieg ist eigentlich nicht mehr drin, ehrlich gesagt. Aber wir fliehen mal nicht. Zeit ist jetzt auch ein Faktor. Venedig hat Luca den Krieg erklärt. Die Moral des Gegners sinkt weiter. Vielleicht können die Polen ja dann noch was machen. Auf jeden Fall hilft das auch unserer Armee hier, wenn wir nicht fliehen. Wir halten einfach mal Stand. So, wir haben das leider verloren, wie erwartet. Wie sieht es bei den Verlustzahlen aus? Ja, deutlich höher auf unserer Seite, aber okay. Damit müssen wir jetzt mal leben. Die Schlacht geht gleich weiter hier in Konstantinopel. Aber jetzt kommen die Polen hoffentlich jetzt mal zur Hilfe.
Ansonsten. Na, mal gucken, ob sie uns hier auch gleich heraustreiben. Hier haben wir aber einen extrem besseren Feldherrn. So, jetzt ist erstmal was Gutes passiert. Diese Belagerung ist gewonnen. Ah, da hätten wir auch mal den General in die Belagerung stecken können. Ist egal. Wir ziehen jetzt erstmal mit dieser Armee hier zusammen. Ihr könnt hier bitte weiter belagern. Und langsam aber sicher kommen die großen polnischen Armeen und greifen hier ein. So, wenn jetzt nicht noch überraschend irgendwo was kommt, dann müsste das eigentlich jetzt für uns ausgehen. Wenn wir nicht dieses Pech hätten jetzt hier. Gut, aber das ist gut gelaufen. Auf jeden Fall 16.000, 17.000 auf der Gegnerseite. Die Belagerung kann. Und hier kommen 41.000. Ihr lieben Polen, wann gedenkt ihr denn eigentlich mal, uns hier zu helfen? Ach so, die kämpfen gegen die Tunesier. Na gut. Dann wird es jetzt noch mal eng. Wo kommen plötzlich die ganzen Truppen her, Leute? Wir können keine Moral mehr auftanken. Es kommt direkt zur Schlacht in Konstantinopel. Kastilien erklärt Jenny den Krieg. Wir haben hier was besetzt. Wir ziehen mal hier weiter. So. Wo sind eigentlich unsere fliehenden Armeen? Die fliehen auf die Krim. Zeig mir mal das jetzt hier. Dieses Dilemma. Oh, doch, die Polen sind doch da. Was habe ich gesagt? 71.000 Kämpfer auf unserer Seite. Jetzt kommen aber nochmal 52.000. Okay. Das wird eine fette Schlacht, Leute. Sie geht erneut verloren. Warum so schnell? Warum so schnell? Aber schaut mal, was ist denn hier passiert? Auf der Gegenseite. Deutlich mehr. 23.000. Auf unserer Seite eigentlich nur 10.000. Also ich finde an sich, das ist auf jeden Fall ein Pyrrhussieg für die Osmanen gewesen. Wir müssen ein bisschen innehalten in unserem Vormarsch. Das geht nicht so schnell wie gedacht. Jetzt kommen nämlich die Riesenarmee-Stärken hier. Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich. So. Hier kommt es erneut zum Kampf. Aber vielleicht sollten wir jetzt mal ein bisschen zurückhaltend sein. Aber die sind angeschlagen, diese Männer. Allerdings kommen die ja gleich wieder mit. Ich würde mal sagen, das riskieren wir diesmal mal nicht. Wo haben wir denn hier mal ein günstiges Gelände? Gar nicht. Das sind alles hier diese Steppen. Hier ist vermutlich zumindest ein Überquerungsmalus. Tja, Leute. Okay. Weiter geht's. Ich meine, der Kriegsstand spricht für uns, die Besetzung auch. Hier sind unsere geflohenen Einheiten, die wir jetzt hier neu konsolidieren können. Noch haben wir genug Manpower. Ich werde sie mal nicht zusammenlegen. Und hier ist jetzt soweit die Truppe auch bereit, um von der Seite vielleicht ein bisschen vorzugehen. Versuchen wir mal hier unser Glück. Vielleicht können wir da ein bisschen Druck rausnehmen. Also jetzt kommen hier tatsächlich. Ach du Schreck. Okay, also jetzt wird's fett. Jetzt wird's fett. Es wäre es echt schön, wenn die Polen jetzt hier mal bei uns bleiben würden. 55.000 kommen jetzt hier ran. Sollten wir fliehen? Wir können die Schlacht eh nicht mehr vermeiden. Ja gut, dann vielleicht kommen wir hier rechtzeitig noch hin mit den Truppen. Und vielleicht, ja, die Polen kommen zur Verstärkung, genau. Okay. Noch ist der Gegner in der Überzahl, wir aber moralisch besser aufgestellt. Und die polnischen Armeen vor allem kommen jetzt. Das ist jetzt das Entscheidende. Die Osmanen haben sich hier zum Glück ein bisschen aufgeteilt, sodass wir das vielleicht für uns entscheiden können. Was haben wir hier noch wieder besetzt? Bogdan, ziehen wir da hoch nochmal. So, ihr lieben Polen, kommt jetzt bitte. 30. April, dann sind sie da. Sehr gut. 72.000. Kommt, 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 kommt. Ah, der Gegner hat gerade noch so Verstärkung bekommen. Jetzt gleich stark. Unsere Moral deutlich besser. Der Gegner kämpft im Moment besser. Die Osmanen erhalten weitere Verstärkung. Oha, aber auch unsere Truppen kommen hier mit rein in die Schlacht. Oha.
Okay, das ist ein Sieg, die Schlacht von Ackermann. Und auf der gegnerischen Seite aber sowas von deutlich mehr Verluste. Schaut euch das an, das war richtig verlustreich. 37, 40, 46.000. Auf unserer Seite nur 15.000 etwa. Also das war schon ein Erfolg. So, wir verstärken hier Gott sei Dank weiter, weil es kommen weitere osmanische Truppen hier rein, weil sie dachten, sie wollten hier noch helfen in dieser Schlacht. So, das haben wir besetzt. Komm, lass uns hier weiter besetzen, besetzen, besetzen. Hier gehen vereinzelt. Oh, das ist immer eine Armee von uns, die sich hier irgendwie zurückgezogen hat und erholt. Vereinzelte Osmanen tauchen irgendwo im Norden auf. Was ist eigentlich hier los? Oh ja, das scheint zu funktionieren hier. Hier ist zumindest noch kein Gegner zu sehen. Okay, Leute, dann warten wir nochmal diese neue Schlacht ab, die hier gleich stattfinden wird. So, mit 112.000 auf unserer Seite. Okay. So, die müssten doch aber jetzt vernichtet werden, oder? Ja, eine gesamte osmanische Armee vernichtet. Nochmal 25.000 und auf unserer Seite nur 2.000. So, marschieren sie weiter? Nein, die Osmanen haben den Rückwärtsgang eingelegt. Wir standen schon kurz vor Konstantinopel. Dann wurden wir zurückgeschlagen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir noch alle Chancen, würde ich mal sagen. Also, es entscheidet sich in den nächsten Folgen, in den nächsten Jahren, in den nächsten Tagen, Wochen. Man weiß es nicht, was für eine Dimension das hier noch annehmen wird. Ich wage kaum, hier raufzuschauen. Ah ja, ihr seht, ziemlich Gleichstand, was die Infanteristen betrifft. Deutliche Überzahl bei der Artillerie und bei der Kavallerie beim Gegner. Unsere Manpower ist noch bei 167.000, was erfreulich ist. Gut, wir sehen uns wieder. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.